Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es die To-Go-Box der aktuellen Magitek-Serie. Das ist ein brandneues Produkt hier. Also sowas hatte, glaube ich, Topstar nicht rausgebracht. Ich bin mal gespannt, was da so sich drin verbirgt. Hier unten steht 28 Magitek-Karten plus 2 limitierte Karten. Und XL-Spielfeld für 2 Spieler. Ja, das ist die Seite hier, das ist die Rückseite, kostet 9,99. Dann hier noch die andere Seite und dann wieder von vorne. Was sich drin verbirgt, sehen wir nach dem Intro. So, ja, heute die To-Go-Box der Topps Magitek-Serie. Und als erstes möchte ich mich für alle neuen Abonnenten bedanken, dass sie meinen Kanal abonniert haben. Ich weiß zwar nicht, wer mich abonniert hat, aber vielen, vielen Dank. Dafür gibt es einen Daumen nach oben hier. Macht weiter so. Und da würde ich sagen, wir schauen mal in die Box hier hinein. Was gekostet hat, habe ich ja schon gesagt. Hier. Und dann öffnen wir das gute Teil mal. So. Was haben wir hier drin? Als erstes haben wir hier, erstmal zur Seite hier, ein Spielfeld sehe ich. Aber nicht so wie immer. Das hier ist irgendwie so, ja, Stoff kann man, ist das so ein Stoff? Hört ihr es? Also Papier ist es nicht. Sieht auf jeden Fall nice aus. Hier auf der Rückseite ist, glaube ich, noch ja die Spielregeln. Also man kann das so mitnehmen und dann kann man gegen andere spielen. So, ist auch zu schön klein, kann man so mitnehmen. Wunderbar. Legen wir mal hier auf Seite. Dann hätten wir auch Göl. Ein so kleines Sammelalbum. Habe ich noch nie gesehen bei Topps oder Panini. Es gibt zwar die etwas kleineren. Ich glaube, die sind so oder keine Ahnung. Ja. Also, das ist lustig. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. So, dann kann man hier sogar noch ein Cover reinmachen, aber ob es das hier drin ist, glaube ich nicht. Aber finde ich lustig. Machen wir auch mal auf Seite. So, und dann haben wir hier noch ein Päckchen mit Karten. So. Und dann war es das auch schon. Ist leer. Die legen wir mal so hier oben ins Eck. Das machen wir hier so oben drauf. Und dann widmen wir uns dem Päckchen hier. Und dann öffnen wir es. Da bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Also das vorletzte Video ist ja so abgegangen. Also das mit den 3 Blister Unboxings. Jetziger Stand ist 263 Aufrufe. Meine Güte. So, die zwei heben wir uns zum Schluss auf. So, dann gebe ich euch erst wieder den Code, wie immer. Ich werde es nicht spielen. So, da hätten wir als erstes Kedira von Augsburg, dann hätten wir hier Gentner von Union. Als nächstes hätten wir Friedel von Werder Bremen. Dann haben wir hier Dost von Frankfurt. Dann haben wir hier Dabur von Hoffenheim. Als nächstes Upa Mazzano von Leipzig. Dann von Mainz Zentner. Dann haben wir hier Gnabry von Bayern München.
Dann haben wir Kobel von Stuttgart. Dann hätten wir hier Kastenmeier von Düsseldorf. Dann haben wir hier Taktika de Topform. Dann haben wir hier Tusat von Hertha. Dann haben wir hier Nilsson von Arminia Bielefeld. Dann haben wir hier Brandgefährlich von BVB. Dann haben wir hier Christian Günther von Freiburg. Dann haben wir hier Timos Horn von Köln. Dann haben wir Demirbay von Leverkusen. Dann haben wir hier Hermann von Gladbach. Dann haben wir hier Serdar von Schalke. Dann haben wir Ginczek von Wolfsburg. Dann haben wir hier Leibold von Hamburg. Dann haben wir hier Taktikkarte Verletzung. So, und dann kommen hier die Special-Karten. Da haben wir Starspieler Nkunku von Leipzig. Dann hätten wir hier Starspieler von Werder Bremen, Osako. Dann hätten wir hier Dauerbrenner Klostermann von Leipzig. Dann hätten wir das Club-Logo von Mainz 05. Dann haben wir hier Matchwinner von Hertha BSC, Luke Bacchio. Und dann haben wir hier noch die Bundesliga-Legende Paulo Sergio. Warum ich dann nicht ausraste, seht ihr ja in den anderen Videos, weil ich die schon habe, leider. Leider. Mir fehlt jetzt nur noch die von Dortmund. Karl-Heinz Riedle oder wie die, von wem die ist. So, dann haben wir hier die Limi von Moreno von Arminia Bielefeld. Und dann haben wir hier noch die Limi von Erling Haaland vom BVB. Nice. Was hat er hier für Angriff? 96. Speed 95, Schuss 94, jawohl. Ja, das war die To-Go-Box. Ich fand sie richtig cool. Also falls ihr sie euch auch kaufen wollt, kostet 10 Euro. Aber alles dabei. Hier könnt ihr natürlich dann unterwegs mitnehmen. Also die Karten, wo ihr haben wollt, also mitnehmen wollt, könnt ihr hier reinmachen. Und dann könnt ihr gegen andere spielen. Ja, dann würde ich sagen, denkt ans Abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich noch sagen, like dieses Video und mach's gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.